Hallo, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Die Saurier waren nicht nur an Land unterwegs, sondern auch in der Luft. Hier im Kulturama haben wir einen Flugsaurier, einen Pteranodon, ein Skelett ausgestellt. Und ich möchte mit euch heute so einen Flugsaurier basteln. Der fliegt dann sogar. Um einen Flugsaurier zu basteln, braucht es nicht viel. Ein bisschen dickeres Papier, einen Bleistift, Buntstifte, eine Schere, eine Wäscheklammer und einen schwarzen Filzstift. Die Vorlage für unseren Flugsaurier könnt ihr auch auf unserer Homepage unter www.kulturama.ch herunterladen. Dort findet ihr auch noch einmal eine Anleitung. Am besten druckt ihr euch die zweite Seite der Vorlage auf ein bisschen ein dickeres Papier aus. Ihr dürft euren Flugsaurier natürlich auch freihändig zeichnen. Achtet ein bisschen auf die langen Flügel. Und jetzt könnt ihr ihn nach Herz und Lust ausmalen mit diesen Farben, die ihr möchtet. Ich habe das mal vorbereitet. Und jetzt geht es daran, diesen Flugsaurier auszuschneiden. Damit dieser Flugsaurier jetzt auch schön fliegen kann, muss er noch ein bisschen in die richtige Form gebracht werden. Dazu knickt ihr hier hinten den Schwanz ein bisschen ein. Dasselbe macht ihr auch hier vorne. Das geht am besten mit den Fingern. Und jetzt müssen noch die Flügel gebogen werden. Das geht sehr gut mit einem Stift. Den Stift klemmt ihr unter den Flügel und mit dem Daumen könnt ihr so den Flügel rund machen. Jetzt braucht unsere Saurier noch einen schönen langen Pteranodon-Schnabel. Dazu brauchen wir unsere Wäscheklammer. Ihr könnt hier Nasenlöcher aufmalen und Augen. Auch hier sind eurer Fantasie keine Grenzen gesetzt. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr ihm natürlich auch noch ein gefürchiges Sauriergebiss malen. Wenn ihr die Wäscheklammer fertig habt, könnt ihr sie hier befestigen. Und jetzt viel Spaß beim Ausprobieren, wie gut eure Saurier fliegt. Das war's für heute. Wir werden weiterhin aus dem Kulturama für euch berichten. Das Kulturama ist gemeinnützig. Wir danken im Voraus herzlich für jede Spende. Wenn auch du uns unterstützen möchtest, geh bitte auf die Internetseite www.kulturama.ch/Unterstützung. Der direkte Link befindet sich auf YouTube, auch in der Beschreibung. Wir danken fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.